Von wann bis wann geht der Hellenismus? Was nennt man also so? Also traditionell setzt man den Anfang des Hellenismus mit dem Tod Alexanders des Großen, also 323 vor Christus an und das Ende, je nachdem, 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Schlacht von Actium. Zum Beispiel könnte man auch sagen, 1. Jahrhundert. Kleopatra reist ab mit ihrer Flotte. Genau. Ja, wenn man es politisch sieht, kann man das so auffassen. Und wir benutzen ja den Begriff von Johann Gustav Droysen. Und Droysen hat den Hellenismusbegriff ja so geprägt, dass er gesagt hat, mit Alexanders Eroberungszügen beginnt es. Und nachdem das letzte Diadochenreich besiegt worden ist von Rom, lassen wir den Hellenismus enden. Und das wäre dann Actium, nicht wahr? Ja. Das ist also so wie eine erste Globalisierung, eine erste Weltergreifung, ja, so ist nicht? Ja. Ja. Und da ist jetzt diese Tendenz, wo Sie hier was Neues, ja, eine Reihe von Autoren festmachen, die sozusagen die großen Helden, die großen Geschichten wie bei einer Neotenie in eine Jugend zurückführen. Ja, so ist es, ja. Also es ist wirklich ein ganz spannendes Phänomen. Jetzt hier die Jugendzeit der Helden. Ja, genau. Wenn man, das ist wirklich ein ganz spannendes Phänomen, wenn man sich die hellenistische Dichtung anguckt, wird zum ersten Mal in der griechischen Literatur wird von Kindern berichtet. Und zwar mit einem Interesse von der Kindheit von Helden und Göttern. Also Achill. Ja? Achill, der ist kleine noch, Achill. Sitzt noch auf dem Arm seines Erziehers, eines Kentauren. Ja, genau, und blickt seinem Vater nach, der ins Schwarze Meer fährt. Das ist eine wunderbare Szene in den Argonautika des Apollonios von Rhodos, also dem einzigen hellenistischen Epos, das uns erhalten ist. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, nicht wahr, der Kentaur steht mit seinen Hufen im Wasser, benetzt von der Brandung. Und der kleine Achill steht da und er wird vom Chiron darauf hingewiesen, dass es der Vater ist, der da von dannen zieht. Und er weiß natürlich noch nichts davon. Nicht der kleine Achill ist ja noch kein Held. Der ist noch ein Kleinkind, er ist auch noch nicht erzogen worden von dem Chiron. Aber der Vater ist schon ein großer Mann. Er ist ein Held. Und das sind also viele Helden. Ja? Viele Räuber, wenn Sie so wollen, die ausziehen, das goldene Vlies zu erobern. Das könnte man sagen, Aber Konquistadoren. Es ist eine alte Heldengeneration. Die hellenistischen Dichter versuchen, ganz anders zu erzählen, als Homer das gemacht hat. Und zwar versuchen sie, den unmittelbaren Eindruck, den unmittelbaren sinnlichen Eindruck, den man gewinnt, wenn man irgendwo selbst dabei ist, versuchen sie in Sprache zu bringen. Und das versuchen sie dadurch, dass sie ein Panorama abbilden der ganzen Szenerie. Also die Natur wird mit einbezogen, das Meer, wie es wogt und rauscht. Dann werden auch ganz viele technische Details genannt. Und dann gibt es auch so eine Wechselwirkung zwischen den Gefühlen der Abfahrenden und der Natur, nicht? Also es sind sozusagen diese sentimentalischen, was wir bei Vergil dann später ganz ausgeprägt finden, dass die Natur mitleidet mit den Helden, nicht? Und man empfindet aber so den Wind, den Seegang. Genau, nicht? Also wie der Wind die Segel aufbläht und wie die Ruderer sich eben in ihre Arbeit hineinlegen, dieses ganze Unternehmen in Gang zu bringen. Das wird ganz plastisch, auch ganz körperlich, ganz somatisch dargestellt. Überhaupt sind die Helden viel körperlicher in dieser hellenistischen Dichtung. Es fängt eine neue Periode an. Ja, die Zeit ist jung. Ja, es ist ein Aufbruch. Es ist eigentlich wirklich eine sehr programmatische Szene auch, nicht? Also Aufbruch in eine neue Welt. Die Argonauten, ist alles möglich, die Argonauten erobern sozusagen jetzt einen neuen Teil der Welt, der vorher nicht erreichbar ist. Und das nutzen natürlich die hellenistischen Dichter und auch Apollonios von Rhodos dazu, um zu sagen, das mache ich auch. Nicht? Also ich breche auch in eine neue Welt auf. Wir haben neue Möglichkeiten. Wir wollen nicht mehr das Alte. Wir greifen das auf. Wir haben das ganze Material zur Verfügung, aber wir arbeiten damit. Und diese neue Arbeit ist eben genau der Wind in den Segeln der Argo, dieses göttlichen Schiffes, was die Argonauten benutzen. Und die fahren, das sind glaube ich 40 Leute, mehr 50, noch vielleicht. Ja. Ja. Und also alle berühmten Mythen gemeinsam fahren aus, um ein goldenes Vlies zu erobern in Kolchis, wo heute meinetwegen Georgien liegt. Die fahren aus, um ein Feld zu suchen, dem man zuschreibt, dass auf seiner Rückseite die wichtigen Schatzfunde im Mittelmeer eingezeichnet sind. Ja, diese Sagenfassung gibt es, die wird bei Apollonios gar nicht reflektiert, sondern es geht eigentlich mehr um den Prunk des Goldes. Also es ist ein goldener Widder, der eben entführt worden ist und dieses goldene Fell ist eben eine große Kostbarkeit. Und diese große Kostbarkeit wird bewacht, genau. Ich würde sagen, in einer ganz märchenhaften Atmosphäre, so dass überhaupt niemand... Man sagt, Roboter sind dort, bis zum Bauch, Riesen, ein
eingebaut ins Land. Ja? Ja. Die können sich gar nicht erst bewegen. Erdgeborene, so ist es nicht. Also es sind ganz, ganz märchenhafte Gestalten, die um dieses Wie man um sagt, bodenständig. Aber es ist ganz drastisch sagen, ausgedrückt. Nicht? Ja, es ist ja? wieder auch sehr somatisch. Nicht? Also ich glaube überhaupt, dass das eine sozusagen ganz neue Art ist, plastisch-haptisch zu dichten. Nicht? Also das spielt eine ganz große Rolle dafür und auch immer mit dem Anspruch, dass es was ganz Neues, das ist sozusagen ursprünglich, das ist ganz nah an den Quellen dran, das ist nicht vermittelt durch irgendetwas, sondern wir beginnen was ganz Neues. Und das ist ja auch diese ganze Idee der Kindheitserzählung. Wir haben sehr massiv das Phänomen von Schöpfungsmythen, sozusagen der Darstellung, wie der Kosmos mit den olympischen Göttern sich überhaupt erst situiert. Nicht? Und in dieser Phase, hineingehen die Dichter und berichten von einer Zeit, wo Zeus noch nicht Herrscher war, wo Zeus noch nicht die Macht noch hatte, war. Wo er noch jung war, wo er geboren wird, von der Geburtsszene mit allen, sagen, mit dem ganzen Blut und dem der Schmerz. Der Vater ist noch nicht umgebracht, hat. Er ist noch in Gefahr. Genauso die Geschichte könnte auch anders weitergehen. Ja, genau so ist es nicht. Also auch dieses Offenlassen, das Ambivalente, die Suche danach, sozusagen die Zuhörer auch zu verunsichern, als mit ob man dem, was Konjunktiv erzählt wird. Dichten würde, könnte ja man die sagen, Möglichkeits Form, genau, ja? genau. Ja. Wie ist angestrebt? Nebenwelten, Parallelwelten, die da möglich werden. Ja. Nicht? Und das ist natürlich auch ein Programm, dass man sagt, wir können eine ganz neue Welt schaffen, literarisch. Wir können einen neuen Kosmos schaffen, wo die Götter neue Funktionen haben, wo vielleicht der Dichter ein neuer Zeus wird, nicht ein neuer Herrscher, der sozusagen seinen literarischen Kosmos überblickt. Und das vor dem Hintergrund von ganz alten Mythen, von sehr stark mit Dämonen aufgeladen, mit Wesen aufgeladen. Die der Leser kennt. Die der Leser kennt aus anderen Traditionen. Und jetzt kann ich diese Texte, die der Leser fast auswendig kann, kommentieren. Und die schönste Form des Kommentars ist nicht der nachträgliche, sondern der vorträgliche. Ja. Also das ist tatsächlich ein wirkliches Phänomen, dass man versucht, sozusagen die Geschichte von hinten aufzurollen. Eine neue Literatur, eine neue Poetik. Eine neue Literatur, die früher anfängt als die alte Literatur. Und das ist eben, diese Kindheitsgeschichten und das ist also eine Aufbruchsstimmung, die da in der Literatur inszeniert wird und zum Programm gemacht wird, die große Ähnlichkeiten hat mit Aufbruchsstimmung in der Moderne. Und deshalb versuche ich in dem Buch eben zu zeigen, dass dieses Tabuthema vom Hellenismus als der Moderne der Antike zu sprechen, dass man da noch mal einen neuen Blick drauf werfen kann. Es ist ja so, dass mit Droysen, also Droysen hat ja nicht nur den Begriff Droysen Hellenismus. Droysen ist ein preußischer Historiker. So ist es. Droysen ist ein preußischer Historiker, der am Ende des 19. Jahrhunderts die Geschichte des Hellenismus geschrieben hat und zugleich sozusagen von der Museumsinsel Berlin aus. Von der Museumsinsel Berlin aus und der mit diesem Buch den Hellenismus erst entdeckt hat. Und in diesem Buch beschreibt Droysen nicht nur die politische Geschichte, sondern er hat eine große weltumspannende Idee. Und in dieser weltumspannenden Idee wird der Hellenismus zu einer Hochzeit der griechischen Kultur stilisiert, entgegen früheren Tendenzen, den Hellenismus. Sie sagen, es war eine Pause. Genau, das war eine Dekadenz. Und sein Argument ist, dass der Hellenismus die Vorbereitungszeit für das Kommen des Heilands ist. Und da kommt natürlich ganz viel sozusagen Metaphysik mit hinein oder Pseudometaphysik und ein großes, mit einer bestimmten Theologie aufgeladenes Weltbild, was man heute sozusagen nicht mehr für Wissenschaft hält und deshalb ausblendet aus den Vorstellungen vom Hellenismus. Vielleicht ist es falsch. Ja, also, vielleicht ist der Grundstrom, der da entsteht, der dann zu den Religionsgründungen führt. Droysen hat aus diesem Grund den Hellenismus für zur Moderne der Antike erklärt. Und tatsächlich ist das problematisch, also was er da hineinlegt in diese Phase, wo das Griechentum sich ausbreitet. Nicht, das ist ja der Gedanke, die griechische Sprache wird mit den Eroberungszügen Alexanders des Großen überall hingebracht, in die ganze bekannte Welt, damalige bekannte Welt. Am Kabul wird so gesprochen, am Indus wird so gesprochen. So ist es und deshalb wird die ganze Welt griechisch. Und das sei die Vorbereitung dafür, dass der Heiland kommen konnte. Und da steckt natürlich ganz viel, also sehr, sehr problematische Annahmen. Eine Pseudo-Metaphysik drin. Ja. Und das hat das natürlich in Verruf gebracht. Zu Recht, muss man in vielerlei Hinsicht sagen. Aber diese Vorstellung, dass im Hellenismus vieles gedacht worden ist, was dann in der Moderne wiederkommt, ist damit ja nicht gestorben, sondern es ist nur ein bestimmtes Konzept davon kritisiert oder man kann es jedenfalls kritisieren. Und ich versuche eben in dem Buch zu sagen, dass man von anderen Aspekten herkommend
durchaus sehr viel Grund dafür hat zu sagen, dass es ganz große Ähnlichkeiten gibt zwischen Aufbruchsstimmungen in der Moderne, die es ja sehr viele gibt, und diese Aufbruchsstimmung im Hellenismus. Und da würde ich zwei Seiten unterscheiden. Das eine versuche ich in dem Buch, nämlich die Texte selbst zu lesen, die hellenistische Dichtung zu lesen und auch in ihrem literaturtheoretischen Kontext zu betrachten. Und da sieht man, wenn man das mit der frühromantischen Literaturtheorie und Literatur vergleicht, also diesen ganz, dieser spannenden Phase, wo die Brüder Schlegel und Novalis und Schelling und so weiter geschrieben haben, Klassik untertauchen. Ja, nämlich die Sehnsucht nach der Frühzeit, nicht nach dem Ursprünglichen, auch nach der Kindheit. Und es gibt wunderbare Texte, wo man diese Kindheitssehnsucht, die wir im Hellenismus, wie gesagt, in diesen Texten finden, auch in der Frühromantik haben. Und das verbunden eben auch mit einem solchen Aufbruchdenken, wie wir das im Hellenismus finden, und verbunden mit dem Anspruch, die Literaturgeschichte als Konzept zu entdecken. Und diese Erfindung der Literaturgeschichte bei den Brüdern Schlegel, die ja ganz massiv eine Erfindung der Literaturgeschichte mit Blick auf die klassische Literatur war, da findet man eben sehr viele Ähnlichkeiten im Ansatz, Literatur und die Entwicklung von Literatur aufzufassen in der hellenistischen Dichtung und Dichtungstheorie. Und deshalb glaube ich, dass es Grund genug dafür zu haben, mit neuen Argumenten und neuen Aspekten diese These, dass im Hellenismus viel Modernes gedacht worden ist, wieder aufzubringen. Wenn Sie jetzt modern sagen, an was denken Sie dabei? Da denken Sie an 1800. Ja, ich denke bei Moderne nicht so sehr an eine Epoche, sondern mehr an ein Konzept. Die Moderne, es gibt ein wunderbares Buch über das Neue als Denkfigur der Moderne. Und da ist sehr viel Wahres dran. Die Moderne definiert sich in allen ihren Epochen und all den unterschiedlichen Definitionsmöglichkeiten, die man hat für die Moderne, ob man jetzt die literarische Moderne nimmt, Anfang des 20. Jahrhunderts, oder ob man sagt, es ist schon in der Frühromantik, oder ob man sagt, schon in der Frühneuzeit. An allen diesen Phasen ist immer das Bestreben ganz dominant, etwas radikal Neues, einen absoluten Neuanfang zu machen, wo es gar kein Anknüpfen gibt an das, was vorher war, was alle Kriterien auf den Kopf stellt. Und diese Denkfigur findet man eben auch im Hellenismus. Und das ist eine ganz große Parallele, eine ganz große Ähnlichkeit, die es meines Erachtens berechtigt sein lässt, da auch das inhaltlich aufeinander zu beziehen, abgesehen davon, dass, und das wäre der zweite Aspekt, dass tatsächlich die frühe Neuzeit mit ihrem Neuheitsanspruch aus einer Rezeption dieser hellenistischen Texte entsteht. Das heißt, in der frühen Neuzeit beginnt man nach dem Mittelalter, wo andere Texte gelesen wurden, aus der Antike jetzt hellenistische Theoretiker zu lesen. Cicero, Quintilian und dann weniger bekannte Leute wie Sextus Empiricus oder andere, die im Mittelalter eher als zweitrangig gelten, jetzt aber zu den neuen Helden dieser frühneuzeitlichen Kultur werden. Und da in der Dichtungstheorie und Ästhetik kann man wirklich zeigen, dass die Kriterien dieser hellenistischen Dichtungstheorien aufgegriffen werden und die Moderne prägen. So dass Sie also sagen, es gibt einen Approach, ja, nicht, der sich auch wiederholt. So ist es. Also wenn die Romantik anfängt zu sagen, Rom ist besetzt, Winckelmann ist zu eng und Griechenland ist zu eng. Aber wir entwickeln ein neues Griechenland, das dann von Hölderlin bis Heidegger wie eine Prärie ist. Ja, so ist es. Dann kann man sagen, es gibt Höhlenbewohner und es gibt Prärie-Lebewesen. Mhm. Ja? Und hier wird die Prärie wiederentdeckt. Ja, ja. Ja? Das ist das Gegenteil der Mönchsklause, wäre hier diese Das sind solche Figuren, nicht solche Wendebewegungen und das Gefühl, dass eine Tradition sich selbst überwunden hat und dass man jetzt einen Schlussstrich ziehen muss und sagen muss, wir müssen die Welt ganz neu ordnen, müssen jetzt sagen, die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und uns der vielleicht mit einem sentimentalen Gestus der Sehnsucht in Frühzeiten erinnern. Aber wir müssen jetzt einfach ganz neue Kriterien setzen, ganz neue Richtungen einschlagen. Also wenn auf der Weltausstellung 1939 in New York sozusagen noch einmal zusammengestellt wird, eine Formel von Einstein, ein Memoir von Jefferson und noch etwas, das in eine Art Bombe gekleidet wird und vergraben wird unter der Weltausstellung, dann ist das auch so. Man begräbt das, was es gibt und bricht auf zu einer neuen Welt. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Es gibt
im Hellenismus etwas, auch ein Phänomen, dass Grabepigramme auf alte Dichter geschrieben werden. Also dass man die alten Klassiker, Homer, Hesiod, Sophokles, Euripides und so weiter, betrauert. Nicht? Das sind fiktive Grabepigramme, die werden also tatsächlich fiktiv, also nicht für eine bestimmte Stätte gedacht, sondern in denen aber diese Situation inszeniert wird, als ob man am Grab stünde als Leser. Nicht? Der Wanderer bleibt stehen und trauere Gedenke des Anakreon, der und so weiter da gerungen ist. Und das ist auch so ein Gestus des Vergrabens, nicht? Also man betrauert die Vergangenheit und sehnt sich. Und dann geht es seitlich davon sofort weiter. Es geht sofort weiter, natürlich. Gerade der Wanderer, ja, der geht ja vorüber. Der Wanderer geht vorüber und der Wanderer in seinem sentimentalen Gestus schafft schon mit diesem Epigramm etwas Neues. Also Shelley sagt, er geht vorbei im Kaukasus, in einer Wüste im Kaukasus. Und das ist ein Steindenkmal, von Sand überschüttet. Und das sagt zu ihm, daran kann man lesen, ich war der große Pharao. Ja? Und so sieht Macht aus. Und dann geht der Mann weiter. Also solche Erinnerungsmale spielen eine ganz große Rolle. Nicht? Dadurch, dass man etwas, ein Erinnerungsmal aufstellt und eine Gedenktafel oder auch ein Grabepigramm zur Erinnerung, beendet man ja diese Phase. Nicht? Und die Reflexion darauf, dass diese Dichter gestorben sind und dass sie nicht mehr da sind, sondern dass das vergangen ist, ist eine Aussage über die alte Literatur, nämlich dass sie tot ist. Nicht? Die klassische, die traditionelle Literatur ist tot. Ehrwürdig und tot. Wir müssen sie bewahren, wir müssen uns mit ihr beschäftigen, aber wir brauchen was Lebendiges. Wir brauchen eine neue, lebendige Literatur und die müssen wir alleine schaffen. Es gibt hier einen Aufsatz von Ihnen, woran erkennt man ein starkes Herz? Antworten aus der antiken Philosophie. Ja. Wie geht so eine Antwort? Woran erkennt man ein starkes Herz? Ja, also der Vortrag versucht sozusagen etwas über den Zusammenhang zwischen Medizintheorie und der Bildung in der platonischen und aristotelischen Antike vorzustellen. Und ich entwerfe in diesem Vortrag ein Szenario, eine Vorstellung davon, wie ein Medizinstudent im 4. Jahrhundert nach Christus diese Frage lernt zu beantworten. Und da sind zwei Schritte ganz wichtig, die ich ganz kurz erzählen kann. In der platonischen Medizintheorie und Galen, der berühmte Arzt Galen, stand ja nicht nur in der Tradition des Hippokrates, sondern auch zugleich damit in der Tradition Platons. Und Galen legt ganz großen Wert darauf, dass Platon und Hippokrates beide als Ahnherren der Medizin betrachtet werden. Also wurde vom Studenten der Medizin verlangt und erwartet, dass er nicht nur Medizin lernt, sondern dass er zunächst mal eine Grundlagenbildung erhält. Und diese Grundlagenbildung funktionierte im Platonismus so, dass man erstmal mit Mathematik begann. Und zwar sind diese berühmten Septem Artes Liberales, also die sieben freien Künste. Und dazu gehörten auch vier mathematische Wissenschaften. Und er musste Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie und Astronomie lernen. Und das war sozusagen diese Grundlagenbildung des Quadriviums, die übrigens von der Spätantike bis ins hohe Mittelalter und darüber hinaus gelehrt wird als Grundlagenbildung. Man soll gar nicht erst antreten, in den philosophischen Raum, wenn man nicht Mathematik kann. So ist es nicht. Dieses berühmte Diktum über der Platonischen Akademie, was über dem Gebäude der Platonischen Akademie eingemeißelt war, niemand, der nicht mathematisch gebildet ist, darf hier eintreten. Was heißt Diktum? Es war einfach ein Wort, ein Sprichwort, eine Inschrift, was da angebracht war. Niemand, der diese Grundlagenbildung nicht mitgemacht hat, darf hier eintreten. Und das bedeutet zugleich, niemand darf in die Wissenschaft eintreten, der diese Grundlagenbildung nicht mitgemacht hat. Und die nächste Stufe war dann eine bestimmte logische Ausbildung in Logik, Grammatik und Rhetorik, was eben verbunden wurde miteinander. Und dann gab es eine philosophische Ausbildung in der platonischen Philosophie. Und dieser ganze Kosmos an philosophischer Grundlagenbildung war die theoretische Vorbedingung dafür, um dann im zweiten Schritt sich einzelnen Menschen und einzelnen Gegenständen zuwenden zu können und praktische Wissenschaft zu betreiben. Und das macht ein starkes Herz? Nein, das macht nicht ein starkes Herz, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Medizinstudent sich überhaupt der Frage zuwenden kann, was ein starkes und was ein schwaches Herz ist. Was ein starkes Herz ist, wird nach aristotelischer und platonischer Auffassung danach entschieden, ob dieses Organ Herz
eine bestimmte Funktion. Und das griechische Wort ist ein Ergon erfüllt, ein Werk erfüllt. Ja, genau, eine bestimmte Funktion in dem Gesamtkontext des Organismus. Also wenn es lebenslänglich pocht, ist das ein Werk. Ist es ein Werke und Tage. Verwirklicht es ein bestimmtes Ergon, nämlich also das Blut herumzupumpen oder wie auch immer und jedenfalls eine bestimmte Harmonie und ein Gleichgewicht im gesamten Organismus zu erreichen. Aber es ist ja gleichzeitig eine Charaktereigenschaft, ein starkes Herz das zu haben. Das ist richtig. Und das ist der zweite Aspekt, nicht, dass man sich fragt, man kann, also nach antiker, platonischer, aristotelischer Auffassung, kann man körperliche Organe und ihre Funktionsweisen nicht verstehen, wenn man nicht die seelischen Gründe kennt. Und da kommt dann das starke Herz sozusagen im übertragenen Sinne hinzu. Ein starkes Herz kann man nur haben, wenn man eine starke und das heißt eine vollkommen ausgebildete Seele hat. Wenn alle Seelenvermögen genau das tun, was sie tun sollen. Wenn sie Spannung haben. Wenn sie Spannung haben, aber auch wenn sie in einem Gleichgewicht miteinander stehen und wenn sie eben ihr Ergon verwirklichen. Und da gibt es dann eine sehr ausgefeilte Theorie darüber, welche verschiedenen Vermögen es in der menschlichen Seele ist, die auch körperlich für die jeweiligen Organe zuständig sind. Ist das jetzt Thymos, wovon Sie sprechen? Oder es ist Thymos. Es ist Thymos. Thymos, ja. Es ist der Thymos. Ja. Also der Thymos ist ja in der platonischen Seelenlehre das Gerechtigkeitsvermögen. Es ist das Vermögen, Das Vermögen zu unterscheiden. Leidenschaftlich zu unterscheiden. Das ist richtig. Also das ist diese wunderbare platonische und aristotelische Theorie, dass Gefühle nicht etwas sind, was unabhängig ist von Denken, unterscheiden, sondern dass Gefühle aus Entscheidungen entstehen. Unterscheidungen sind die Bedingungen der Möglichkeit für Gefühle. Und, das ist später, was Nietzsche Wille nennt. Ja, nicht? Ja, auch der Wille. Ist das, was er meint. Ja. Also die Platoniker haben ja diese Dreiteilung zwischen erkennen, fühlen und wollen nicht, sondern ein Platoniker und Aristoteliker der Antike würde sagen, der Grundakt ist immer das Unterscheiden von etwas. Und Gefühle sind Begleitphänomene von Unterscheidungsakten. Wenn Sie einen Wein trinken und schmecken, dann schmeckt er Ihnen entweder oder er schmeckt Ihnen nicht. Dann haben Sie ein Lustgefühl oder ein Unlustgefühl dabei. Und das ist sozusagen eine Grundemotion, Lust und Unlust. Und der Wille ist eben das Streben nach Erreichen dessen, was man als gut erkannt hat. Nicht? Und so hängen diese drei... Und was auch der Grund sein könnte, um das, wenn der Wein mittelmäßig schmeckt, ihn auszuspucken. So ist es, ja? Natürlich. Unmittelbar mit dem Schmecken, mit dem Unterscheiden der Geschmacksnuancen, hat man die Empfindung Lust oder Unlust. Und wenn die Unlust sehr groß ist, dann spuckt man ihn eben aus. Nicht? Und also jedenfalls ist das sozusagen der Kerngedanke, dass Streben heißt Wille, Gefühl und Erkennen eine ganz verzahnte und zusammenhängende Einheit bilden. Und dass man nicht von drei Stämmen des Gemüts sprechen kann, sondern dass die wirklich zusammenhängen. Und der Thymos spielt dafür für alles, was in der menschlichen Gemeinschaft sich abspielt, also im Miteinander zwischen einzelnen Menschen, die zentrale Rolle. Der Thymos ist das Vermögen, was eben für die Gerechtigkeit unter den Menschen zuständig ist. Und ganz viele Auseinandersetzungen und Konflikte haben ja was mit Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit ist Gleichgewichts. Ja. Also ein Gleichgewichtler. Genau, ja, ein Gleichgewichtler. Und da sind wir auch wieder beim starken Herz. Nicht? Also ein starkes Herz hat man, wenn der gesamte Organismus und die Seele in einer Balance ist. Nicht? Und deshalb ist der Thymos im Grunde sagen, die Frage, wie man ein starkes Herz erkennt, beantwortet man damit, dass man sagt, wir müssen die Seele betrachten und den Thymos insbesondere. Und um zu verstehen, was der Thymos macht, muss ich wieder die gesamte Seele kennen. Und so kommen wir wieder zur Philosophie. Da muss ich wissen, wie Erkennen funktioniert, wie Gefühle zusammenhängen mit Erkennen und Wollen und so weiter. Sie sind ja ein schlaues Haus. Sie sind Altphilologin. Ja. Sie haben Archäologie studiert. Ja. Sie sind philosophisch gebildet. Sie sind mathematisch orientiert und waren in Harvard. Ja? Also eine ganze Menge. Ja. Ja. Und hier die Theorie der Zahl im Platonismus. Das ist ein Buch von Ihnen, Ihre große Dissertation, die hat Aufsehen erregt. Ja? Ja. Was ist das, die Theorie der Zahl im Platonismus? Also es ist so, dass für Platon die Mathematik eine ganz zentrale Rolle hat für seine Philosophie. Und diese Frage versuche ich die Frage, warum das so ist, versuche ich in diesem Buch zu beantworten. Platon entwickelt in seinem Staat, also in der Politeia, einem seiner Hauptwerke,
ja nicht nur eine Theorie über den vollendet gerechten Staat, sondern er entwirft ein ideales Bildungsprogramm, wie man jemanden zu einem idealen Philosophen und zugleich zu einem Philosophenherrscher ausbilden kann. Und dann fragt er sich an einer Stelle, womit muss derjenige sich beschäftigen, der dieses Ziel erreichen möchte? Und die Antwort lautet, er muss nur dieses Kleine, dieses to phaulon tuto heißt es da im Griechischen, dieses Geringe muss erkennen, nämlich 1, 2 und 3 zu unterscheiden. Und also mit dieser Banalität beginnt die Entfaltung eines großen Bildungsprogrammes, nämlich der Entfaltung der Communis Mathematica Scientia, also der allgemeinen mathematischen Wissenschaft, die das Bildungsprogramm des gesamten Mittelalters geprägt hat. Und in diesem Bildungsprogramm das geht sind die es... die Universitäten, die im 12. Jahrhundert begründet die werden. Die kennen das. Die kennen das. Und die Jahrhunderte davor kennen das auch. Die haben in den Lateinschulen diese Wissenschaften schon gelernt, die Platon eben in der Politeia grundlegt. Platon sagt in der Politeia, oder Sokrates, der Sprecher ist, sagt, dass man ohne Mathematik nicht zur Erkenntnis, also zur philosophischen Erkenntnis kommt. Und das muss man sich ja mal als Frage stellen, wie kann man sowas denken? Wir würden sowas nie denken. Auch auf Gebieten, die gar nichts mit Rechnen zu tun haben. So ist es. Nicht? Das heißt, es ist einfach so, eine zweite Hirnhälfte ist absolut erforderlich. Nicht? Und die darf nicht für Militärmusik und für Unterhaltungsmusik ausgegeben werden, sondern für die Musik als die Intelligenzform der Mathematik. Ja, so ist es. Ja? Aber es ist, glaube ich, mehr als dass es ein zweiter Teil des Gehirns ist, sondern dieses Gehirn, das philosophische Gehirn, wird selbst vorbereitet durch die mathematischen Studien. Und zwar deshalb, weil die platonische Mathematik sich nicht als Logistik oder als Instrument, als praktische Wissenschaft versteht. Die hat überhaupt nichts mit Anwendung zu tun, sondern es geht darum zu verstehen, was eine Zahl ist. Was sozusagen, das würde, wenn einer blind ist und einer ist taub, dann würden immer noch seine Hirninhalte Mathematik betreiben. Könnten sie konform jedenfalls. Konform mit dem gestirnten Himmel. Könnten sie jedenfalls. Also aufgrund des Vernunftvermögens, das jeder Mensch hat und ausbilden kann, hat er eben auch die Fähigkeit, allgemeine Begriffe zu denken. Und die obersten... Und Primzahlen zu erfinden. Auch das heißt, die Zahlen sind zum Teil heilig. Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, nicht? Also es gibt ja spätere Traditionen, die dann also eine Zahlenmystik erfinden und die mit... Gibt es bei ihm nicht. Man also weiß es nicht. Ja, also ich meine, es gibt im späteren Platonismus, im Neuplatonismus, gibt es eine neupythagoreische und neuplatonische... Also Neuplatonismus und Neupythagoreismus miteinander verbindende Tradition, die auch eine bestimmte Form der Zahlenmystik betreibt und der bestimmten Zahlen auch kosmische Potenzen zuspricht. Das ist ein sehr schwieriges Feld, was aber in der platonischen Antike jedenfalls eine rationale Zugangsweise ist. Also für uns klingt Zahlenmystik immer irrational, Gefühlszugangsweisen, Empfindungen und so weiter. Nein, aber der ganze Kosmos rechnet. Ja? Und eigentlich wie ein Riesencomputer funktioniert. Nicht? Ja? Aber nicht mechanisch, seltsamerweise. Ja. Deswegen ist das Spiegelbild in unserem Kopf, dass das gar nicht damit gar nicht direkt verkehrt. Hm. Ja? Also ebenfalls ist so, mathematisch fundiert. Ich glaube, dass es so ist, dass die Prinzipien unseres Denkens haben etwas mit Zahlen zu tun oder sozusagen verwirklichen bestimmte Möglichkeiten von Zahlen. Aber die müssen natürlich in den einzelnen Denkakten auch noch zur Wirklichkeit werden, die Möglichkeiten, die wir damit haben. Und ich glaube, dass man die vielen Abweichungen, die es in der Welt gibt, und sowohl in unserem Denken als auch eben in der Natur, die auch sozusagen auf bestimmten Prinzipien beruht, die auch nach platonischer Auffassung mathematischer Natur sind, dass diese Abweichungen sich daraus erklären, dass die Welt nicht selbst Zahl ist, sondern dass sie auf Zahlen als ihren Prinzipien beruht. Und also das ist so ja ein Unterschied. Wie sozusagen Information auf 1, 2, also Computerinformation beruht. Und hier wäre bei ihm das Interessante, dass die 3 hinzukommt. Das ausgeschlossene Dritte nimmt teil. Ist es so gemeint? Ja, nicht ganz. Also es ist so, dass dieses Computersystem, dieses binäre System ein ganz stark logistisches
systemisch, nicht was, wir können ja alles damit ausdrücken, was auf ganz einfachen Strukturen beruht. Im Platonismus ist es so, dass die Möglichkeiten der Zusammensetzung von Zahlen und der Erreichung von höherer Komplexität, also die 3 ist etwas ganz anderes als die 2, weil in der 3 eine einfache Einheit mit einer komplexen Einheit zusammengesetzt wird. Und so setzt sich das immer weiter fort zu immer höheren Zahlen. Die 7, die 17. Ja, die neue Eigenschaften haben und die sich nicht einfach reduzieren lassen auf solche einfachen Codes. Also das Problem, was man mit solchen... 23. Ja, auch die, aber es gibt auch die 28, die vollkommene Zahl. Nicht? Also ich glaube, die platonische Mathematik ist sehr viel komplexer und sehr viel philosophischer als diese einfachen Anwendungen, womit man Strukturen erklären kann, was wir heute sagen, in unserem Computerzeitalter eher zu denken gewohnt oder bereit sind. Also man hat Ansätze davon in der platonischen Mathematik, allein aufgrund der Tatsache, dass die Zahlen dann eine große Bedeutung haben, aber sie haben eine andere Bedeutung. Aber die Phronesis, ja, das Denken, ja, badet morgens, mittags und abends einmal in dieser Welt der Zahlen als der realen Welt. Ja, das könnte die Vernunft schon tun, ob sie das immer tut. Also Platon war ja der Ansicht, dass jeder Mensch nicht nur in einer bestimmten Bildungsphase, sondern sein ganzes Leben lang über Philosophie und auch Mathematik betreiben soll. Also wäre das ein großes Ziel für einen Platoniker zu sagen, Mathematik gehört sozusagen zu meinem Denken und zur Bildung meines Denkens selbst hinzu. Ich glaube, dass das in der Verwirklichung heute bei sozusagen nicht immer umgesetzt wird, sagen wir mal. Aber jedenfalls, es wäre wünschenswert, diese Kriterienebene, diese Prinzipienebene im Blick zu behalten und auch da wieder, und das ist wie in ganz vielen Bereichen, wo wir uns mit Antike beschäftigen, ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir müssen bestimmte Vorurteile, Vorurteilsstrukturen, die wir haben, Vorstellungen, zum Teil auch sehr mystische Vorstellungen von der Antike einfach aufgeben. Die Antike ist nicht einfach eine Zeit, die vergangen ist und die wir lange hinter uns gelassen haben, weil verschiedene Entdeckungen und Erfindungen dazwischen liegen und wir einfach nicht mehr so denken können wie die Antike, sondern die Antike hat ganz viele Konzeptionen und Denkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, die erstens weitergewirkt haben bis in die Gegenwart. Die können wir entdecken. Die können wir wieder entdecken und zwar vorurteilsfrei entdecken, indem wir einfach nach dem sachlichen Gehalt fragen. Und so ist eben auch bei der platonischen Mathematik. Die platonische Mathematik wird im modernen Verständnis sehr stark als... Also das moderne Verständnis der platonischen Mathematik ist oft sehr stark aufgeladen durch Vorurteile über eine naive Antike, über eine vorreflexive Antike, eine Antike, die noch nicht reflektiert habe über die Subjektivität des Denkens. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern ist einfach ein anderes Erkenntniskonzept, ein rationales, ein vollständig rationales. Ein vergnügtes, ja? Auch das. Ein jugendliches, nicht? Ein aufbrechendes. Ja? Ja, das kann man doch sagen. Das, ja? Ein also durchaus abenteuerliches. Ja, in gewisser Weise kann man das schon sagen. Auf jeden Fall ist also viel Lust dabei. Nicht? Also das Denken ist nach Aristoteles, wie Aristoteles am Ende der nikomachischen Ethik sagt, die höchste Lustquelle. Also wenn die größte Freude und die größte Glücksmöglichkeit auch für den Menschen liegt darin zu denken und begriffliche Unterscheidungen zu treffen. Und dieses Glückspotenzial des Denkens, das haben Platon und Aristoteles in der Antike auf sehr differenzierte Weise beschrieben und untersucht und haben eben die verschiedenen philosophischen Disziplinen auch mit Blick auf dieses Glückspotenzial betrachtet und daraus eben ein Wissenschaftssystem konzipiert, das einen ganz anderen Ansatz hat als unser heutiges Wissenschaftssystem, das aber eine denkbare Möglichkeit ist. Und das Sie sind ja selber wie eine Schatzgräberin tätig eigentlich. Ja. Sie hieven da aus diesem akademischen Bergwerk Antike, hieven Sie sozusagen hier wertvolle Dinge. Ja, eigentlich selber eine Argonautin. Ja, in gewisser Weise schon, ja. Also es ist einfach so, dass die Antike und auch die antike Philosophie so viel zu bieten hat, was heute überhaupt nicht in seinem Wert zur Kenntnis genommen hat und auch so viel zu bieten hat an Antworten auf Fragen, die wir uns heute stellen, die wir uns gar nicht leisten können, nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt hier bei Ihnen Sappho, Fragment 31. Ja. Ja? Sappho, das ist die große Dichterin auf Lesbos. Genau. Die einzige uns in einigen Fragmenten erhaltene Dichterin, griechische Dichterin,
von der einige Gedichte jetzt neu erschlossen werden konnten durch neue Papyrusfunde, von der wir aber einige sehr berühmte Gedichte auch durch lateinische Übersetzungen haben. Und ich habe mich in einem Beitrag mit dem berühmtesten Gedicht oder Gedichtfragment von Sappho fast, das ist also das Nummer 31, das ist das berühmte Phainetai Moikenos Isos Theoisin oder auf, es gibt es eben in der Übersetzung von Catull, Elemi paesse deo videtur, nicht? Also jener scheint mir den Göttern gleich zu sein, der und so weiter, nicht? Also das ist der berühmte Anfang dieses Gedichtes, das unglaublich viele Interpretationen in der Geschichte der Philologie erfahren hat und das mit sozusagen zum Inbegriff dieser Sappho, dieser lesbischen Dichterin geworden ist. Und ich versuche in dem Büchlein einmal an diesem Gedicht zu zeigen, dass es notwendig ist, um diese frühgriechische Lyrik zu erschließen und auch diese frühgriechische Lyrik dieser Frau Sappho, also die sozusagen diese weibliche Lyrik, dass man dort dafür eine neue Literaturtheorie Lyriktheorie ja. Entwickeln muss. Und wie geht die? Das ist natürlich eine komplexe Frage. Also die muss ein bisschen weiter ausholen. Kann ich damit Gottfried Benn verstehen? Kann ich damit... Vielleicht auch, ja. Also der Punkt ist einfach, die frühgriechische Lyrik gilt in der modernen Rezeption als eine sehr stark in der Gegenwart der Aufführung aufgehende Dichtung. Nicht, da gibt es verschiedene Theorien, die besagen, man kann diese Gedichte eigentlich nur verstehen, als zu einer bestimmten Gelegenheit aufgeführt, bei einer Hochzeit zum Beispiel aufgeführt, bei einem Kultfest und so weiter. Das heißt, jeder Versuch, dieses Gedicht heute zu verstehen, muss daran scheitern, dass wir einfach 2500 Jahre später leben und deshalb diese Gegenwart nicht mehr wiederholen können. Und meine Frage lautet jetzt, ob nicht vielleicht der Gehalt dieses Gedichtes, nämlich die Bewunderung der unglaublichen Schönheit dieses Mädchens, von dem Sappho spricht, ob nicht dieser Gehalt als eine lyrische Möglichkeit, Schönheit zu feiern, ob nicht dieses Feiern von Schönheit in einer lyrischen Gestalt nicht genauso auch heute noch verstanden werden kann, und zwar unabhängig von der Frage, ob und wenn ja, wo dieses Gedicht aufgeführt worden ist. Und wenn man von der klassischen Philologie herkommt, muss man immer viele, viele Barrieren überwinden, um sagen die Texte auch wieder zu öffnen für einen neuen, für einen modernen Zugang. Wenn Sie jetzt Gottfried Benn erwähnen, nicht? Natürlich haben wir in der expressionistischen Dichtung ganz andere Formen und ganz andere Versuche, auch Gefühle und Schönheit oder Hässlichkeit darzustellen. Aber wenn ein Germanist versucht, einen Gottfried Benn-Text zu interpretieren, hat er nicht so viele Hürden, die er überwinden muss, um überhaupt einmal zum poetischen und theoretischen auch, also sozusagen dem lyriktheoretischen Gehalt vorzudringen. Wenn Sie ein Sappho-Gedicht vornehmen, dann spüren Sie, oder jedenfalls ist das Ihnen vorgegeben von der ganzen Tradition, aber die große Distanz dazu, nicht die große Unmöglichkeit, in diese antike Gegenwart wieder vorzudringen und damit auch den lyrischen Gehalt dieser Gegenwart wieder aufzutun. Aber das ist ja genau das, was Sie bestreiten. Genau. Sie sagen, hier gibt es zwar keinen Direktzugang, Sie müssen eine Menge wissen. Ja? Genau, so und Sie müssen auch eine Menge Liebe aufbringen. Ja, ja? So aber Zuwendung. Genau. Aber dann ist es so wirklich, als ob es gestern geschrieben sei. Ja. Das heißt, alle Zeiten bei Ihnen sind eigentlich gleichzeitig. Ja? Also, ja, also Ovid ist unser Zeitgenosse. Ja? Nicht Sappho ist es. Bestimmte Aspekte davon schon. Und die Frage Seien Sie ist nicht so vorsichtig. Sie behaupten in Ihren Büchern mehr. Ja? Sie sagen, es ist Gegenwart. Ja, es kann wieder Gegenwart werden. Und zwar natürlich betrachte ich auch meine Texte auch in ihrer Zeit. Natürlich sind die unter bestimmten Umständen geschrieben worden und rezipiert worden. Das ist wichtig, das zu wissen. Aber ganz häufig bei vielen Texten der griechischen Literatur ist es so, dass deren Gehalt viel weiter geht, dass die historischen Bedingungen den gar nicht treffen und dass die große Wirkmacht auch der klassischen attischen Tragödie darin liegt, und ich würde eben auch sagen, dieses Sappho-Gedichts darin liegt, dass es
zeitlose Aspekte an sich hat, dass sie Schönheit auf eine Weise feiert, wie man es immer tun kann. Und dass das der lyrische Kern ist. Und dass dieses Verhältnis, was in dem Gedicht zwischen der Dichterin Sappho, die fasziniert ist und körperlich betroffen ist von der Schönheit dieses Mädchens, dem Mann, der neben dem Mädchen sitzen kann, ohne dass es ihn weiter berührt, oder in der Vorstellung von Sappho. Sie versteht ihn nicht. Ja? Sie versteht ihn nicht. Wie kann dieser Steinklotz, dieser Fels, solcher Schönheit sitzen? Genau. So, wie kann er so unbetroffen davon sein, wenn ich sie nur sehe, dann wallt mir das Blut, dann werde ich ganz grün im Gesicht, dann kann ich nicht mehr denken, dann kann ich nicht mehr atmen, meine Zunge versagt und so weiter. Nicht? Also diese Konstellation, wie kann jemand von Schönheit nicht betroffen sein? Das ist die Aussage dieses Gedichtes. Sie wäre lieber Kupplerin, ja, nicht? Sie ist Liebende, nicht? Ja, sie ist Liebende, ja. Insofern, und das ist ja über 2500 Jahre nicht different. Nein. Ja? Denn ein warmer, durchpulster Körper ist doch ganz gleich. Genauso ist es. Und das, sagen, in der lyrischen Vermittlung dieses antiken Gedichtes können wir das auch noch empfinden und können wir verstehen, was sie sagen möchte. Feine tai moikenos isos teoisin emmen oner otis en antios toi istanei kai plasion ady phone sas hypakue kai gleisas himero entom eman kardian enstetesi epoi toiasin. Und ich kann begründen, warum Homer gute Literatur ist, auch heute noch und zu jeder Zeit. Und ich kann auch begründen, warum dieses Gedicht gute Literatur ist, weil es eine Einheit bildet, eine bestimmte Aussage. Ein Moment, wie ein Kristall festhält. Wie ein Kristall, ja. Wenn Sie hier Tragik und Metatragik geschrieben haben, ja, Metatragik, was ist das? Metatragik ist die Reflexion auf Tragik und Tragödie im Theater. Und was ist Reflexion? Ist die distanzierte... Ein Einbruch. Ein Einbruch, ja. Ja, nicht? Eine andere Ebene, ja, ist eine als andere das Theater, dringt in das Theater ein. Ja, eine Bewusstseinsebene, eine Spiegel, ein distanzierte... Eine Erfahrungsebene. Eine andere Erfahrungsebene, ja, das ist richtig. Sie haben dabei die Bakchen, ja, von Euripides beschrieben. Ja. Und das ist, eine Stadt hat den Gott Dionysos beleidigt, er nimmt Rache, ja. Und das ist fürchterlich, ein fürchterlich endendes Stück. Ja. Ja, wie endet es? Am Ende des Stückes... wird der Pentheus, also der Herrscher, von seiner eigenen Mutter und anderen Frauen der Stadt in Stücke zerrissen. Nämlich diese Frauen sind in einem bacchantischen Rausch und sie erkennen den Pentheus nicht. Und am Ende trägt die Mutter den Kopf, den abgerissenen Kopf ihres eigenen Sohnes auf einer Stange vor sich her und ist stolz, diese Beute präsentieren zu können. Und sie weiß natürlich nicht, dass das ihr Sohn ist. Und dann beginnt ein großes Klagen in der Stadt, das die ganze Stadt sozusagen in ihren Grundmauern erschüttert. Das ist das Lamento der Bakchen. Der Bakchenchor. Ja. Jetzt gibt es folgende Geschichte, dass der Feldherr Crassus, einer der drei Triumvirn neben Pompeius und Caesar, der in der Nähe des Euphrat besiegt worden ist von den Parthern. Mhm. Ihm wird der Kopf abgerissen. Mhm. Und in die Aufführung der Bakchen, die hier in einer Stadt vor den parthischen Herrschern vorgeführt wird, wird am Ende als Kopf des Pentheus, der Kopf des Crassus, des römischen Feldherrn, hineingetragen. Mhm. Publikum ist erschüttert. Das wäre so ein Einbruch einer Erfahrung ins Theater. Ja, und das ist tatsächlich, das bringt eine ganz andere Ebene, eine andere Brutalität hinein. Und zwar eine, die jenseits der Tragik ist, nicht jenseits einer tragischen Handlung. Das Theater wird durch Wirklichkeit unterbrochen. Das Theater wird durch Wirklichkeit zerbrochen, würde ich sagen. Im fünften Akt Bombenangriff, statt der Katastrophe. Ja, und zwar wird da ein Motiv ersetzt und sozusagen die Grausamkeit dieses Motives wird herausgegriffen und benutzt für einen politischen Zweck, aber damit auch eben aus diesem tragischen Kontext gerissen. Aber es ist die äußerste Steigerung des Tragischen, wenn sie plötzlich in Wirklichkeit übergeht. Das wäre eine Form von Metatragik, da haben Sie ganz recht. Und die Frage ist, ob für Euripides dieses Einbrechen einer Wirklichkeitsebene und zwar auch noch dieses instrumentalisierende und pragmatische und höchst brutale und inhumane Einbrechen wirklich etwas ist, was Euripides in seinem Stück hätte gestatten können. Also es ist eine ganz spannende Episode, die sehr viel aussagt über die Möglichkeiten, wie man tragische Szenarien auch benutzen und ihrer selbst entfremden kann.